könnt ihr euch von eurem geliebten Auto verabschieden. Laber! Hallo? Yeah! Na komm! Gut her. Okay, Paki, reite mich zu meinem Aufnahmezimmer. Okay. Ach, danke, Alpaki. Was zum Teufel? Danke, Alpaki, muss ich nicht mehr so viel laufen, weil ich kann durch Alpaki natürlich überall hinreiten. Okay, danke. Ja. Aua. Okay, das. Sorry dafür, Alpaki. Das gibt eine Anzeige. Ja, ich sehe mal wieder mit der Jacke aus wie der letzte Drogenbaron. Ja. Aber, Freunde, ja. Heute ja. geht es ja. um ein ganz wichtiges Thema, ja. Nein, doch. Wenn ihr an eurem Auto, ihr geht zu eurem Auto oder sowas, ihr seht eine gewöhnliche Münze. Oh. Oh, oh. Ihr seid dran. Ihr seid in großer Gefahr. Euer Porsche Cayman S wird wahrscheinlich geklaut. Und warum, zeige ich euch in diesem Video. Okay, Freunde, ich zeige euch jetzt verschiedene Methoden, wie man ein Auto klauen kann. Die Münzen kommen auf jeden Fall auch noch. Wir fangen an mit dem Störgerät. Von allen Möglichkeiten wird diese von Dieben am liebsten genutzt, weil sie am einfachsten und effizientesten ist. Dieses System wird hauptsächlich verwendet, um moderne Autos zu stehlen, die Fernbedienungsschlüssel zum Öffnen und Schließen der Türen haben. Die kleinen Geräte sind als Störgerät oder Störsender bekannt. Man findet sie in allen Größen, von kleinen Radios bis zu riesigen Koffern, und sie werden genutzt, um die Verbindung zwischen dem Auto und dem automatischen Schlüssel zu blockieren. Der Dieb braucht einfach nur dieses kleine Gerät, um jedes Auto zu öffnen. Ihr wollt wissen, wie er das hinbekommt? Das Gerät ist erstaunlich simpel. Der Störsender sendet eine Störfrequenz oder unnötige Informationen, die den Inputkanal des Autos stören und so dafür sorgen, dass sich die Tür, wenn ihr den Schlüssel benutzt, nicht verschließt. Normalerweise ist das Opfer fest davon überzeugt, die Tür verschlossen zu haben, obwohl sie eigentlich... Deswegen, Freunde, immer prüfen, ob ihr die Tür auch verschlossen habt. Ja, wenn ich irgendwo aus dem Auto oder die Tür zugeschlossen habe, ich mache immer noch einmal die Klinke runter und gucke, ob es wirklich zu ist. Und dann seid ihr auf der safen Seite. Kontrolliert es noch einmal lieber nach. Aber was eine easy Möglichkeit, Freunde, heutzutage. Ich wurde aber noch nie irgendwie mit einem Autoklau irgendwie konfrontiert. Also, ich kenne auch niemanden, dem das Auto mal geklaut wurde, außer, ich glaube, Upper Red wurde mal sein, der Range Rover geklaut, oder? Wurde bei euch mal irgendwie ein Auto, irgendwie in der Familie, oder kennt ihr jemanden, dem das geklaut wurde? Schreibt es mal in die Kommentare. Auf jeden Fall mies einfache Möglichkeit. Luftkissen. Auf den ersten Blick könnte man... Wie will man denn mit dem Luftkissen ein Auto klauen? ...man glauben, dass wir uns das ausgedacht haben. Und wahrscheinlich habt ihr doch nie davon gehört. Jetzt werden wir euch nämlich demonstrieren, wie Diebe euer Auto mit einem Luftkissen klauen. Okay, ich kann ein Auto auch mit Alpaki klauen. Alpaki ist ausgebildeter Autoklauer. Ja, wenn jemand das kann, dann ist das Alpaki. Ne, Alpaki? Junge, du sollst nicht pennen. Alpaki pennt eine Runde unten. Das kann doch nicht wahr sein. Schlaf gut. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist eine erschreckend effektive Methode, um ein Auto mit Alarm zu stehlen. Und außerdem noch nicht mal kompliziert. Der Dieb nimmt sich einfach ein unaufgeblasenes Luftkissen und legt es zwischen die Tür und die Karosserie. Wie ihr seht, muss er sich bis hier nicht sonderlich anstrengen. Danach fängt er einfach an, das Luftkissen langsam aufzublasen, bis sich die Tür von selbst öffnet. Jetzt kann er einen Stock oder einen Haken benutzen, um den Türmechanismus zu öffnen und den Alarm zu deaktivieren. Und das war's auch schon. Schon könnt ihr euch von eurem geliebten Auto verabschieden. Laber! Bei modernen Autos geht das safe nicht mehr. Du kannst doch nicht ein Luftkissen und dann bläst das auf und dann öffnet die Tür automatisch. Und dann mit so einem Draht, die von in das Schloss aufzumachen, Alter, das dauert bei mir 8 Jahre. So diese Geschicklichkeitsarbeit kriege ich nicht hin, Freunde. Kurze Storytime einmal. Ich hatte auch mich vor einem Jahr oder so mal ausgeschlossen in meiner alten Wohnung. Also ich hatte die Tür nur zufallen lassen, die war nicht abgeschlossen. Mein Schlüssel war in der Wohnung und ich hatte keinen Bock, 100 Euro für Schlüsseldienst zu bezahlen. Und ich habe locker so 2 Stunden mit so einer Karte durch den Dings gemacht, bis die Tür tatsächlich irgendwann aufsprang. Also ich habe das sogar hinbekommen, mit einer Karte die Tür wieder zu öffnen. Aber Real Talk, Leute, das war... eine geistkranke Arbeit. Und 5 Minuten länger und dann hätten wir auch einen Schlüsseldienst gerufen, weil wir gar keinen Bock mehr hatten. Also mein Cousin war dabei. Das war absolut wild. Das war sehr, sehr wild. Gehört haben, dass man ein Auto auch mit einem Seil öffnen können soll, haben wir es selbst ausprobiert, um herauszufinden, ob es stimmt. Wahrscheinlich habt ihr diese Methode schon in mehreren Filmen gesehen, weil sie bei Dieben gar nicht mal so unbeliebt ist. Es wird also Zeit herauszufinden, wie Diebe die einfache, schnelle und effektive Methode bewerkstelligen.
Der Dieb nimmt sich dazu ein Seil und macht zuerst einen Knoten, der als Schlingenknoten bekannt ist. Das ist ein Knoten, der problemlos geöffnet werden kann, wenn an einem der Enden gezogen wird. Ist der Knoten fertig, dann ist die Verbrechensvorbereitung beendet. Der Knoten wird dann genau in der kleinen Lücke der Tür platziert und langsam bewegt, bis er auf den Schließmechanismus stößt. Hier muss der Dieb den Knoten nur noch nach oben ziehen und schon hat er das... Stimmt, also auf diese Ideen muss man aber erstmal kommen, aber stimmt, wenn man die jetzt guckt, ist die eigentlich relativ simpel, diese Idee. Aber ich glaube, diese Knöpfe an den Türen, das haben nur noch alte Autos, die ganz modernen Autos haben ja sowas nicht mehr. Türschloss geknackt. Das war's. Jetzt kann er problemlos die Tür öffnen und sich mit dem Auto aus dem Staub machen. Tennisball. Krass. Wie ihr mittlerweile mitbekommen habt, sind Diebe wirklich erfinderisch und suchen sich ständig neue Werkzeuge, um ihre Verbrechen zu begehen. Of course! Hier ist noch eine Bewertung. Zum Beispiel diese Tentakeln. Was war das gerade für ein Ausschnitt? So. Diebe machen immer wieder, ja, zum Beispiel auch, die lassen sich Tentakeln irgendwie auf den Rücken da eindingsen. Und dann, genau. Ja, bestimmt. Bestimmt. Was ist das? Was ist das? Random Party? Was? Was? Oh mein Gott, Freunde, das hatten wir ewig nicht mehr. Puh, ich komme in Schwitzen, Leute, ich muss die Jacke ausziehen. Oh nein! Boah, Playbutton, warst du das? Ja, das war ich. Du hast seit dem Jahr oder so nicht mehr geredet, seitdem Löwe Alpaki am Start ist, so, du hast kaum mehr geredet. Wurde langsam mal wieder Zeit. Jetzt macht er einfach eine random Party aus dem Nichts, Freunde. Okay, wir kommen zur nächsten Methode, mit einem Tennisball ein Auto zu knacken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Einzige, was der Dieb dafür braucht, ist ein Tennisball. In diesem muss er mit einem Schraubenzieher ein kleines Loch machen. Dann wird der Tennisball nur noch irgendwie erhitzt. Ich habe gerade gedacht, hä? Wieso qualmt das, wenn man mit einem Schraubendreher einfach in einen Tennisball reindrückt? Aber nein, der ist natürlich richtig, richtig heiß. Und der wurde wahrscheinlich vorher erhitzt. Also, wahrscheinlich, was ist das für eine Aussage? Der wurde wahrscheinlich vorher erhitzt. Der natürlich wurde erhitzt, Mats. Der ist ja nicht von Anfang an so heiß, Mann. Sorry, wenn ich dumm bin. Sorry. Ein Gasbrenner ist wahrscheinlich perfekt dafür. Ah, da habe ich schon mal einen Film gesehen irgendwie. Und der machen dir so... pumpt die da auf das Schloss rauf und irgendwann geht das auf. Danach presst der Dieb den Ball fest an das Schlüsselloch. Und dafür hat er wirklich viel Kraft nötig und muss sehr fest drücken. Aber irgendwann wird es klappen und er wird das Schloss geöffnet haben. Das mag vielleicht skurril klingen, aber es funktioniert tatsächlich. Der Punkt ist, dass der Druck der heißen Luft aus dem Ball dafür sorgt, dass sich der Mechanismus öffnet, sobald der Autodieb den Ball zusammendrückt. Wow, geile Erklärung! Man kriegt mit einem Loch im Tennisball, kriegt man die Tür geöffnet. Warum das so ist? Weil dadurch, dass die heiße Luft im Tennisball ist, kriegt die heiße Luft das Schloss zum Öffnen. Ja, super. Und was passiert da jetzt genau? Also er drückt die Luft und die Luft geht dann in das Schloss und klackt das Schloss um. Oder wie soll man, also... Hä? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Aber ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass das funktioniert. Aber danke für diese tolle Erklärung, echt. Der Trick, den ihr gleich sehen werdet, ist nicht nur kinderleicht, sondern auch eine weitere Methode, die... Und warum ist mein Ohr so rot, Alter? Kennt ihr das, wenn einfach mal euer Ohr so einfach krank rot und durchblutet ist und das glüht voll? Leute, wenn ihr eine Heizung braucht, wärmt euch einfach auf, ja? Wärmt euch einfach auf an meinem Ohr, das ist heiß genug, ja? Ist für jeden Platz da. Ja, keine Ahnung, warum das heiß ist. Häufig genutzt wird, um Autos zu knacken. Er wird besonders oft eingesetzt, wenn der Fahrer, naja... eine Frau ist. Natürlich haben wir nichts gegen Frauen, aber sie werden mit dieser Methode nun mal am häufigsten überlistet. Okay, zuerst bringt der Dieb dazu hinten am Auto ein paar Dosen an, die möglichst viel Lärm machen sollen. Sobald man beim Fahren dann komische Geräusche hört, wird man ziemlich sicher anhalten und wahrscheinlich auch aussteigen, um nachzusehen, was los ist. Und leider bleibt dabei auch häufig die Tür geöffnet und die Schlüssel stecken. Oh nein. An dieser Stelle kommt daher der Dieb ins Spiel. Er springt einfach plötzlich ins Auto und verschwindet so schnell er kann. Der Fahrer wird vollkommen schockiert stehen gelassen und kann sein Auto später nur noch als gestohlen melden und auf das Beste hoffen. Hat das schon mal funktioniert? Leute, habt ihr schon mal ein Auto mit Cola-Dosen geklaut? Okay, ich hoffe nicht, dass irgendein Zuschauer dabei ist, der schon mal ein Auto geklaut hat. Aber klappt
das wirklich? Hat das schon mal geklappt? Wir machen noch kurze Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Magangs, an das Kanalmitglied Timo Voss, an Anime Live und an Lea Hermine, Leute. #Magang4Life, Leute. Ihr seid am Start. Mega, mega nice. Vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Ihr wisst, wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt einfach einen netten Kommentar in die Kommentare oder seid im nächsten Video der allererste Kommentar. Dafür müsst ihr natürlich auch die Glocke aktivieren, um als erstes benachrichtigt zu werden, Freunde. Münze. Vor kurzem ist außerdem noch eine weitere Methode aufgekommen. Okay, jetzt kommt der Münztrick, ich bin gespannt. Den Diebe Autos stehlen. Oder sie ist eben einfach nur ans Licht gekommen. Und der Dieb muss dafür nicht einmal ein Vermögen ausgeben. Alles, was er braucht, ist eine Münze. Dann ist es wie immer viel zu einfach. Der Autodieb legt die Münze in den Türgriff und verhindert so, dass der Alarm angeht. Die Tür wird nämlich durch die Münze blockiert und kann sich auch nicht vollkommen schließen. Meistens ist das Ziel daher die Beifahrertür, weil die meisten Fahrer hier nicht unbedingt prüfen, ob die Tür ganz verschlossen ist. Seid ihr also schon Autofahrer oder werdet bald euren Führerschein machen? Dann erinnert euch daran und seid vorsichtig. Vergesst nie, alle eure Türen an eurem Auto zu überprüfen. Hä? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe den Trick wirklich nicht verstanden. Also wenn das Ding schon abgeschlossen ist, dann bringt es dir ja nichts. Also du musst ja dann die Münze anbringen, während der aussteigt und das Auto noch nicht abgeschlossen hat. Dann musst du dann schnell an der Beifahrertür schnell die Münze anbringen. Das ist doch, Alter, der muss ja im Busch warten, dass jemand parkt, rausspringen, ohne dass er dich bemerkt, die Münze anbringen, hoffen, dass er noch nicht vorher zugeschlossen. Also das ist eine harte Arbeit. Aber was machen die, wenn ich alles, Leute? Die haben ja eh einen harten Job, Leute. Die müssen ja auch so ein Auto geklaut bekommen. Okay, was heißt Job? Also, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber okay. Okay, ist auch ein Trick. Hat wahrscheinlich geklappt. Wahrscheinlich, sonst würden das ja nicht mit im Video sein. So, das haben wahrscheinlich schon manche durchgeführt, Freunde. Das war es auf jeden Fall mit den besten Tricks, wie man Autos klaut, Freunde. Ich hoffe, ihr nehmt euch das nicht zu Herzen und klaut jetzt irgendwie Autos, weil das wäre wirklich dumm, Freunde. Das ist nicht gut. Ihr sollt keine Autos klauen. Das solltet ihr definitiv nicht. Aber, Freunde, ja, hier kannst du auch mein Merchandise abchecken. Hier kannst du mich auch abonnieren. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Check sie ab, klick drauf und dann, ja, guck dich durch. Es gibt genug andere coole Videos, Leute. Danke fürs Anschauen. El Magi sagt danke und wünscht euch einen wunderschönen Abend, Leute. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.